Seid gegrüßt. Euer Wandersittich ist unterwegs. Ich bin heute auf eine Tour nach Bad Westernkotten in Lippstadt mit dem SGV dann unterwegs. Wird so 30 Kilometer. Heute mal mit normalem Rucksack, Trinkblase und diesigem Wetter. Regen ist nicht vorhergesagt, aber Regenschirm ist parat. Ja, wie gesagt, mein Rucksack hat ein Gewicht von 5,5 Kilo. Einfach weil ich demnächst auch wieder normale Wanderung machen möchte. Und da muss sich der Körper halt ein bisschen dran gewöhnen wieder. Anstatt immer den 2-3 Kilo Rucksack. Den Laufrucksack. So, gleich geht's wieder links ab. Um 10 Uhr muss ich in Lippstadt sein. Aber da kriege ich hin. Sollte kein Problem sein. Schöne leckere Pizzeria. Ich verlasse jetzt Lisbon und Richtung Lippstadt. Knotenpunkt 17. So, weiter. Tada! Ich hätte mir das Mückenzeug vielleicht dort drauf schmieren sollen. Shit happens. Bin jetzt in Lippstadt-Kappel angekommen. Bin jetzt auf der Barbarossastraße. Richtung evangelisches Krankenhaus. Muss gleich erstmal rechts rüber. Der Weg ist auf jeden Fall Rollstuhl geeignet. Ja, ein paar kleine enge Passagen sind dabei. Aber ich denke mal, das müsste man eigentlich hinkriegen. Bin jetzt bei gleich bei 8 Kilometer. Alles gut, nur wärmer als gedacht. Hier stehen wir jetzt über der Lippe. Da ist das Stadttheater. Nein, Quatsch. Das ist Hotel Quality Hotel. Hab meine Uhr mal mit Autopause belegt, dass wenn ich unter 1,6 km/h liege, dann auf Pause geht. Es funktioniert, werden wir sehen.
Hier sind wir jetzt auch wieder auf dem Pilgerweg von Lippstadt nach Soest oder beziehungsweise generell Münsterland. Da vorne sieht man schon die Kirche. Da ist das Wasserrad. Der Glitzerbaum. Die Kastanie. Schöne Trauerweiden. Hier ist aktuell ein bisschen weniger Wasser wegen der Stauung. Kleiner Ruhepol. Und die Bauarbeiten gehen weiter. Fischaufstiegsanlage wird das. Okay. Ich hol's gleich mal ein bisschen näher. Aber keine Gänse diesmal. Zum Glück sind heute Morgen nicht ganz so viele Menschen unterwegs. Dafür umso mehr Autos. Das ist Time Massage. Ich bin jetzt hier am Ostwall angekommen. Die Wandergruppe der SGV Lippstadt ist fast bereit. Schuhe werden angezogen. Ich habe jetzt 1 Stunde 49 gebraucht bis hierhin. Und bin unterwegs 9 Kilometer, 9,7. Wir sind jetzt losgegangen mit der SGV-Gruppe. Gehen jetzt hier im Gewerbegebiet Wasserturm und schauen mal, welchen Weg wir gehen. Vielleicht den gleichen, den ich gegangen bin. Mal gucken. Dann sind es 12 Kilometer. Flaumbäume tragen auch schon. Das ist Kreuz. Das ist ein Hofkreuz. Das Hofkreuz. Glück für eine Warte. Hm. Okay. Wir sind jetzt auf so einem kleinen Feldweg. Rechtsacker, Linksacker. Aber hier gibt es auch Bäume. Gemütlich mit 4 km/h. Wir machen gerade eine kleine Pause. Schöne Wasserlilien, aber noch keine Libellen. Ja,
Hallo. Gut, dass ich eine große Sohle habe. Autsch. Tomatenmarmelade? Ja. Gemüsemarmelade, ne? Okay. Die sind zum Grillen gedacht. Ja. Ah. Und überall die Wurst. Ja, genau. Und dazu zum Fleisch, ne? Mhm. Okay. Die kleinen Gläser, die davor stehen, die sind offen, dann dürfen wir sie ja probieren. Der Schäferkämper Wassermühle. Das ist heute Mühlenfest. Hatte gerade lecker Erbsensuppe und Würstchen. Aber es gab auch Waffeln und Kuchen. Sie sind jetzt hier bei der Kurhalle in Bad Westernkotten. Gegenüber ist die Soline. Heute sind ein paar mehr Leute hier. Deswegen ist es mit dem Film eher weniger. Wir sind übrigens 18 Leute, die hier rumlaufen vom SGV. Also schon schön. Ja. Aber er hängt ein bisschen zu tief. Sieht man dich gar nicht mehr, ne? Nee. Doch, den großen Schirm. Aber es funktioniert. Nicht schön, aber es funktioniert. Der Schirm hängt und stößt gegen die Brille. Handfree Test 1. Wir haben uns kurz vor 1 oder 1,5 Kilometer von der SGV-Gruppe getrennt. Eine lustige Runde. Wenn ihr auch in irgendwelche Ecken von euch mal so SGV oder IVV-Wanderungen habt, geht einfach mal mit. Die wollen Leute wollen auch noch da draußen. Sind meistens zwar leider ein bisschen älter, aber das werden wir ja auch irgendwann, oder? Und die Vereine müssen gehalten werden. Wäre schade, wenn es jetzt irgendwann nicht mehr geben würde. Und ich gehe jetzt wieder zurück nach Liesborn. Es war heute schon eine schöne Wanderung mit dem SGV Lippstadt. Ich habe auch eine schöne Broschüre gekriegt mit Wanderungen. Da geht es halt dann nur eine Wanderung bis maximal 18 Kilometer. Aber okay, so schlimm ist das ja nicht. Man kann ja trotzdem. Man hat gute Gespräche, es macht Spaß. Auch die Leute wollen einfach nur die Natur. Und ich muss sagen, dafür, dass sie alle so um die 60 plus sind, hatten die schon gute Kondition. Alle schöne Wanderschuhe und Wanderausrüstung an. Mit Stöckchen, ohne Stöckchen. Wie gesagt, wenn ihr irgendwie einen Wanderverein bei euch zu Hause habt, einfach mal hingehen.
Die freuen sich auf weitere Begleitung. Kleine Vereine wollen auch weiterleben. Und man hat schöne Gespräche, schöne Ecken, in denen man geht. Und notfalls, wie heute, kann man das ja trotzdem verlängern. Ja, okay. Paar kurze Pause. Ich habe jetzt noch 3 Kilometer. Weil zunehmend ist langsamer. Meine Cola ist mittlerweile auch schon relativ warm. Wieder zu machen. Prost. Wollte in den nächsten Tagen so ein Primarsch-Video machen für Willingen beziehungsweise für den Extrem. Es wird noch spaßig, sagen wir es so. Gerade aktuell schneide ich jetzt das Umlandsteig-Video. Das ist dann für diesen Samstag. Oder Mittwoch, mal schauen. Wir haben ja heute den 20. Einen ganz kurzen Regenschauer heute gehabt. Meine Autopause nervt mich gerade. Hab jetzt heute schon viel gegessen eigentlich. Ich habe heute Morgen gefrühstückt, ein Körnerbrötchen mit Nutella und Banane. Dann unterwegs auf dem Marsch 2 Riegel, einen Nussriegel mit Honig. Eine Fruchtschnitte. Wo immer so geil die Oblato an dem Mund hängt. Dann bei der Mühle, ja, ist ja gut. Bei der Mühle hatte ich eine Bratwurst und eine Erbsensuppe. Wir haben da aber mit dem SGV auch 1,5 bis 2 Stunden Pause gemacht. Mit Angucken von der Mühle und generell halt rumgucken. Videos konnte ich da jetzt nicht machen, weil da zu viel los war. So viele fremde Leute. Dann auf dem Rückweg gerade eingekehrt bei Kaffee Extrablatt, habe ich mir ein Eis gegessen. Muss man ja auch machen, aber eigentlich nach der Wanderung, nicht vor der Wanderung oder während der Wanderung. Okay. Dann, nachdem ich Kaffee Extrablatt verlassen habe, gab es noch eine Banane, ein Schokobrötchen, beziehungsweise ein Milchbrötchen mit Schokokrümeln halt. Ja, meine Cola. Auf dem
Mühlengelände habe ich mir noch meine Fassbrause getrunken. Meine Trinkblase ist fast leer, glaube ich. Oder was sagst du? Ja, sagen wir einen halben Liter ist nur drin. Immer noch zu viel. Wenn man bedenkt, dass ich seit kurz vor 8 unterwegs bin. Aktuell ist es gerade auch wieder sehr warm. Im Muckenbruch ist es immer sehr schön. Kühl auch, nur hast du halt ein Problem wegen den Mücken, weil es halt ein Moorgebiet ist. Dann hat man in Bad Westernkotten noch eine Besichtigung vom Siedewerk, wo sie Salz sieden, wo sie quasi Sohle reinmachen und dann auf 80 Grad erhitzen. Wo sie Sohle reinmachen und auf 90 Grad erhitzen, unter dem Sohlebecken. Und dann im Wasser, sagte er, sind es so ungefähr 60 Grad. Und ich habe das Salz probiert, also es ist wirklich sehr, sehr sauberes Salz. Es ist irgendwie komplett anders, als wenn man jetzt das normale Speisesalz probieren würde. Es hat mehr was halt von diesen... Ja, von den Salzsticks, kannst du sagen. Ja, mittlerweile habe ich auch so ein bisschen Panik von dem Extrem. Aber das wird noch. Irgendwie wird das. So, und jetzt gehe ich weiter. Ich bin jetzt fast bei meinem Auto angekommen. Ich bin jetzt bei 31 Kilometer. Einen Teil der Strecke habe ich hier aus Versehen nicht getrackt, weil ich vergessen habe, wieder auf Start zu machen, nachdem ich Pause gedrückt habe. Hinter mir ist jetzt wieder das ehemalige Kloster und die Kirche. Ein blauer Himmel. Die Rosen sind voller Blüte. Das ist echt schön. Ich schwenk mal um. Schöne Knospe. Rot. Gelb. Vogel. Auf der Seite war ich schon öfter mit euch. Aber es ist auch ein wirklich imposanter Eingang. Das ist die Zeitschranke.
das auch mal, das Schild von Liesbeth Abtei. Seit 1966 Museum. Damenstift, Benediktinerkloster. Da ist die 100-Schlösser-Route. Hier in dieser dunklen Gasse sage ich schon mal danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst vielleicht mal ein Abo da. Würde mich freuen, dass ich die 300 Marke endlich mal knacke. Vielleicht habe ich das hier auch schon. Ich weiß es nicht. Schön wäre es auf jeden Fall. So, hier hinterm Schwimmbad. Ist auch ein Wohnmobilstellplatz. So, jetzt aber wirklich. Ciao. Bis bald. Erholt euch, geht raus und genießt die Zeit, die ihr habt. In falsche Richtung.